zu «Talk mit». Mein Name ist Andy Wolf und der heutige Talk wird der goldigste ever in der Geschichte von unserem kleinen Talk-Format. Und zwar reden wir mit dem Olympia-Ruder-Gewinner, er und zusammen mit «Swiss for Gold» in Rio geholt hat, mit dem Mario Gier. Mario Gier, Ruderer, wie ist das gekommen? Das war eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar habe ich lange Fußball gespielt, habe Leichtathletik gemacht. Und mit 17 hatte ich schon Scheuermann am Rücken und dann bin ich in die Physiotherapie gegangen. Und dann hat der Zufall gewählt, dass dort mal mein Physio das Ruderrennen von Xena Müller im Jahr 2000 gelaufen ist. Und ich fand, das ist eigentlich auch ein lässiger Sport. Und der Physio fand, das wäre etwas für dich, das wäre gut für die Rücken. Und so bin ich eigentlich per Zufall mal schnuppern, wie das so auf dem Wasser aussieht. Du hast nach dem Gewinn von der Medaille, die wir ja hier haben, ist so schwer, aber so schön, doch auch gesagt oder ein paar Mal erwähnt, es geht ein Kindheitstraum in Erinnerung. Ist mit 17 schon der Fokus so extrem in die Richtung gegangen? Nein. Also als Bub wollte ich immer Fußballweltmeister werden oder Olympiasieger. Das sind die beiden Sportanlässe, die einen faszinieren als Bub. Das Mädchen wahrscheinlich auch. Und wo man dann irgendwie die Fußballkarriere beendet hat und gesehen hat, ja, im Fußball reicht es nicht. Und in der Schweiz wird es wahrscheinlich schwieriger, Weltmeister zu werden. Da haben wir natürlich den Bubentraum in den Hintergrund gegangen. Aber wo man das so mit 3-24 gemerkt hat, wo man langsam mit Weltelite vorgestoßen ist im Rudersport, ja, du. Aber der Kindheitstraum, der 5-6-Jährige hatte, der ist nicht so wahnsinnig weit weg, wenn du am Tag X wirklich Gumpsch und Trauben kannst holen. Und das ist natürlich faszinierend, wenn es dir wirklich in Erfüllung geht. Ja. Du warst zusammen mit Simon Schürch in London gewesen, im Zweier. Jetzt nicht ganz so wollen, jetzt letzt auch wegen der Windverhältnisse in der Fünfte geworden. 4 Jahre später geht die ganze Geschichte auf. Was war das für eine Gefühlslage, die aus dem Boot gestiegen sind in Rio? Ja, natürlich riesig. Oder? Man sich jahrelang auf den Zielwettkampf fokussieren. Und, eben, wir haben uns natürlich schon damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn wir gewinnen. Oder? Das soll jetzt nicht arrogant gewinnen, aber es ist gut, wenn man vorbereitet ist auf gewisse Sachen, die kommen. Aber die Freude, die Emotionen, die man dann hat, wenn man tatsächlich durchs Ziel fährt oder wenn man dann wieder ein bisschen zu sich kommt, nachdem man sich erholt hat von dieser Schöpfung, ist irrsinnig. Die ist wirklich unbeschreiblich. Oder? Das ist wirklich, es gibt auf Englisch so eine Expression, we are over the moon, und das ist, glaube ich, wirklich auch wirklich überhalb vom Mond und ja, in den Sternen. Oder? Ist denn der Moment gekommen, wo man es dann langsam sicher können begreifen? Ja, sicher, wo man dann auf dem Podest steht, oder man hat dann also ein bisschen Zeit, es geht eine Stunde, bis man dann wirklich die Medaille bekommt, auf dem Podest ist. Und wenn der Schweizer Nationalhymne abgespielt worden ist, dann hat man schon realisiert, das ist real, das ist wirklich, der Traum ist in Erfüllung gegangen. Du bist einer von ganz wenigen Olympiasiegern auf dem Planeten und das war ein mega emotionales Gefühl gewesen. Respekt und natürlich herzliche Gratulation, auch jetzt Wochen später, am 11. August, ist der Traum aufgegangen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen anschaut, Vorlauf, wenn man das Gefühl hat, ups, was ist da los? Halbfinale dann dominiert und schlussendlich 1,5 Sekunden Vorsprung auf denen. Hat es einen Matchplan, Strategie gegeben? Ja gut, Strategie wäre natürlich immer gewesen, alles gewinnen. Und das haben wir auch gesagt, letztes Jahr noch im Weltmeistertitel. Wir haben auch gut gestartet mit den ersten 2 Weltcup-Siegen und mit der Europameisterschaft. Aber wir haben dann durch Verletzungen wieder ein bisschen Dämpfe bekommen. Und wir haben natürlich schon erwartet, die Olympiaregatta zu dominieren, oder? Oder gehofft. Das ist ja immer schwierig. Man weiss ja nicht, wie stark die Gegner sind. Und der Zweifler, der ist immer in einem hin, oder? Auch wenn man gut trainiert hat, auch wenn man Zeiten gefahren ist, wo man nie gefahren ist vorher, man wusste, es kann länger an einem guten Tag. Aber wir müssen unser bestes Ruder hervornehmen, unseren besten Tag haben. Und eben, der Vorlauf, der ist ein bisschen die Hose. Das hat viele verschiedene Gänge gehabt. Das eine war der Wind. Wir waren nicht ganz vorbereitet auf das. Wir sind aus einer Phase gekommen, wo wir extrem viel trainiert haben. Und plötzlich sind wir in ein Loch gefallen, weil wir nicht mehr trainiert haben. Und unsere Körper sind das gar nicht gewöhnt, sich zu erholen, sozusagen. Und der dritte Punkt war natürlich auch der Druck. Also, der ist zum Teil selbst auferlegt gewesen, weil wir gesagt haben, wir wollen Gold. Das ist nicht immer gut angekommen in der Schweiz, aber das ist eben untypisch, oder? Es ist untypisch. Und, der olympische Krankenwagen mitmachen, ist genau, wichtig als Gewinnen. Genau, ist alles als Gewinnen. Und halt mit dem Absag vom Federer und von Wawrinka hat sich die Medien dann schon sehr auf uns 4 Ruder eingeschlagen. Und das sind nicht alle damit klargekommen, aber das sind einer von 3-4 Punkten gewesen. Aber was gut ist, dass wir als Team das wirklich haben können drehen, oder? Und das ist eben, ich sage immer, ein Team, das zusammenhält, ist auch wenn es mal nicht so gut läuft, können wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Und das ist so, darum bin ich extrem stolz, dass wir das zusammen geschafft haben als Team. Wirklich in einem schlechten Moment sagen, hey, es war nicht das, was wir wollen, abhaken und das nächste Mal haben wir es besser gemacht und ein super Halbfinale gefahren. Also wirklich grösster Respekt, dass man auf Punkt X seine Leistung abrufen kann. Und klar, jetzt bist du in einer anderen Kategorie.
seit ein paar Wochen jetzt wieder in Luzern, der schönste Stadt der Welt. Wie hat sich dein Leben verändert? Ja, eigentlich nicht gross. Das ist vor allem am Anfang. Laufen durch die Stadt Luzern und dann kennen dann die Leute, sie dürfen alle gratulieren, es klopfen alle auf die Schulter, sie haben alle die Hand schütteln. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Medaillen anlängen. Es ist wirklich ein Magnet. Also, wenn man die führen nimmt, auch in Rio oder London, wo man gerade ist, also oft darüber Leute hat man dann immer aufeinander. Und das ist ja eigentlich auch etwas Schönes und alle kennen, aber man merkt eigentlich so, es genügt langsam, es ist gut, wenn jetzt wieder der Alltag reinkommt. Und ja, für mich hat sich nicht wirklich viel verändert. Also, es ist, ich bin gleich der Luzerner Seebub, wo ich immer war und immer wird sein. Also. Das macht dich sehr sympathisch, auf der anderen Seite eben vom Stellenwert. Du bist natürlich jetzt schon in einer anderen Etage angekommen. Also, ja. Wie gehst du mit dem um? Klar, eben, wenn in den letzten 70 Jahren und da gibt es nur 14 Olympiasieger in der Schweiz, dann hat man schon eine gewisse Spezialstelle. Was heißt Spezialstelle? Man hat einfach ein riesengroßes Rennen gewonnen, das eine gewisse Wichtigkeit hat. Oder? Aber für uns, ja, das sind unsere sportlichen Ziele gewesen, unsere sportlichen Träume, die haben wir erreichen und die haben wir erreicht. Und das ist das Lässige, dass man am Tag X etwas erreicht hat, wo sehr wenig könnte und wo man das Privileg hat, wenn man in jungen Jahren, wenn man noch fit ist, wenn man noch im Saft ist, dass man sich mit den Besten der Welt messen kann in einer Sportart, die brutal, physisch brutal hart ist. Das ist so das wahnsinnig Tolle, das wir auch niemals wieder wegnehmen, oder? Das ist drin. Ja, also, du Olympiasieger bleibst fürs Leben, ohne Männer und Abend. Da kannst du machen, was du willst. Ich wäre froh, wenn du jetzt aus unseren Kärtchen drei ziehst, also ziehst du mal einen, und dir Gedanken machst über die Karte, und das wäre der Mickey Mouse. Was geht dir an den Kopf, wenn der Mickey Mouse siehst? Ja, der Mickey Mouse ist natürlich so ein Comics-Heft, das ich immer gelesen habe als kleiner Bub. Ja, mega spannende, lustige Ding. Aber ich habe jetzt nicht eine neue Affinität zu werden. Also Disneyland steht mir gerade auf. Gerade zu oberst. Sehr herzlich, da haben wir Pippi Langstrumpf. Was? Ja, das ist natürlich auch so eine Kindheitserinnerung. Ich tue das Lied nicht singen, weil das läuft mir sonst den ganzen Tag noch. Also, Schweden? Ja, ist ein schönes, wunderschönes Land. Ich war noch nie da, aber ja, ich kann mir vorstellen, jetzt habe ich etwas mehr Zeit, dass ich das vielleicht kann. Ab in Ordnung mit dir. Ich sehe, du hast schon einige ja. Muss man auch zuerst schaffen, drei so Figuren. Aber ja, der passt dir noch schon. Der passt dir. Also der Popeye, der ist sehr viel Spinat. Das ist auch so der super starke Mann, der einen fasziniert. Ist noch lustig, sehr viel wird der Popeye als Ruder bezeichnet. Und er hat auch mega Oberarm und das ist immer das Lustige. Alle meinen, Rudern, das braucht extrem viel Oberarm und da, vor allem tut man mit der Arm ziehen. Aber das Lustige eigentlich ist, dass im Rudern 70% aus dem Bein kommt und 20% aus dem Bauch und aus dem Rücken und eigentlich nur 10% aus dem Arm. Und das wissen viele nicht, oder? Und darum sind eigentlich die Ruderer, sage ich immer so, die perfekten Athleten, weil sie einfach gesamtheitlich alles muss stimmen. Es ist auch Gesundheitssport, mit dem Rücken, mit der Bauchmuskulatur muss stimmen. Und ja, aber das ist lustig, dass man viel sagt, der Poppe, ja, das ist ein Bruder. Du bist ja der Schlagmann. Ist denn das noch mehr eine Fußgeschichte? Also du musst ja nein, ist gleich. Du musst einfach den Takt anders angeben. Aber es ist so, dass man mit dem Fuß steuert. Und das ist dann eher eine feine Sache, nicht eine grob wieder rein. Du hast es gesagt, langsam sicher kommt man in einen Alltagsflow ein. Jetzt, wenn man vorher Wochen, Monate, Jahre lang auf ein Ziel fokussiert hat, wie schwierig ist es, dass man da nicht auf einmal in einem leeren Raum landet, von lauter, oh, jetzt haben wir ein grosses Ziel erreicht? Die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man ein grosses Ziel hat, dass man das erreicht, und ob man es abhökelt und dann geht man ein bisschen wie ein Loch hinein. Ich bin bis weit natürlich von London ein bisschen gewappnet, wo man dort in ein Loch hineingeht ist. Und dann war es für mich gut, weil das Studium weitergegangen ist. Und jetzt ist es für mich auch wieder gut. Ich muss jetzt in irgendeine Bibliothek und für mein Anwaltspatent lernen. Also das nächste Ziel steht da und es ist dann halt einfach, ich kann es jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Ich kann jetzt sagen, ob ich jetzt heute oder vielleicht erst in einem Monat anfange, dass ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Also die Freiheit habe ich jetzt natürlich. Und ja, aber das ist eben, es geht weiter und ich habe jetzt das nächste Ziel. Und das hilft mir sicher, dass ich nicht in das Loch hineingehe. Das ist vor allem eine psychologische Sache natürlich. Aber das Körperliche, wenn du vorher hast, bis zu dreimal trainiert am Tag, wie gehst du mit dem um? Also eben, seit dem 11. August habe ich eigentlich eine halbe Stunde joggen vorgestern und ich habe jetzt noch Muskelkater. Das ist wirklich nicht lustig. Aber ja, das kann man ein bisschen trainieren. Wir haben noch ein paar Rennen jetzt daheim, schon sicher beim Fahren. Und dann, also trainieren werde ich immer, das ist klar. Ich bin ein sportlicher Typ, ich tue gerne Sport machen, bin der Bewegungsdrang. Ob es dreimal am Tag ist, das werden wir dann sehen, ob die Motivation wieder da ist. Aber sicher Sport machen muss ich sowieso.
Das eine ist, eben, man muss auch dranbleiben. Und wenn ich mich dann entscheide, im März, April, du, nein, das war es, dann muss ich auch wieder abtrainieren. Oder? Das ist ungesund, wenn eben, das gesagt, wir haben 30 Stunden in der Woche trainiert, über Jahre, oder? Das sind fast 10 Jahre. Und wenn man heute auf morgen gar nichts macht, also das ist sehr ungesund für den Körper. Kann man vorstellen, wenn du jetzt aber sagst, März, April entscheiden, vorher kann man noch nicht, willst du noch nicht, wenn du noch nicht, weil die Frage, wie weiter, ist ja relativ schnell nach dem Gewinn gekommen, weil mehr geht ja nicht mehr aus dieser Konstellation. Ja, das ist richtig. Mehr geht ja nicht mehr, wenn wir das höchste erreicht haben. Man ist Europameister geworden, Weltmeister geworden, Olympiasieger. Das Einzige, was mir jetzt persönlich fehlt, ist halt der Sieg am Weltcup-Luzern. Dort haben wir immer dritte, zweite Plätze gemacht. Aber der Sieg fehlt, oder, in der olympischen Bootsklasse. Aber eben, das ist ein Westen, der wirklich Klönen auf hohem Niveau ist. Aber zurück auf die kleine Frage. Es ist ganz einfach, wie motiviert bist du? Bist du noch bereit, mit der gleichen Demut, mit der gleichen Härte, mit der gleichen Disziplin und Fokussiertheit ins Training einzusteigen? Und zwar eben, nicht nur, wenn es schön ist, sondern auch, wenn es schifft und kautet und kuddelt, bevor du gehst, arbeiten. Oder bist du noch bereit, am Morgen aufzustehen, oder bist du es eben nicht mehr? Ja. Und das kann man jetzt noch nicht entscheiden, wenn man jetzt halt auch noch in dem emotionalen Flow innen ist. Und das wird sich dann zeigen, wie das ist. Und es ist ganz klar, oder? Wenn man dann im Februar, März noch nicht angefangen hat mit dem richtigen Härtetraining, dann wird es schwierig, oder? Weil einfach so nochmal an eine WM oder Olympische Spiele zu gehen, zum Teil zu nehmen, das ist repetitiv. Das hat man mit der Zeit gesehen. Und auch Medaillen gewinnen mit der Zeit hat man gesehen. Oder? Ja. Es würde wirklich nur darum gehen. Also, vier Jahre Rücken, Olympische Spiele ist das, was zählt. Obwohl, 19 ist am Rotsee oben. Wenn Europameisterschaft und nächstes Jahr die 17. WM in Miami. Ja. Kann man auch noch so überlegen, ob das ein Ziel ist. Lifestyle. Ja, klar, aber eben auch dann ein Lifestyle, wo man muss mit Gold gekrönt werden. Und sonst, glaube ich, lohnt es nicht. Oder? Weil es braucht sehr viel Entbehrung, es ist mega schön, es ist ein wunderschöner Sport, aber es ist ein härter Sport. Oder? Und den Willen muss man haben und das kann ich jetzt einfach noch nicht entscheiden. Oder? Ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Kraft auch, um dort irgendwo einen Entscheid zu treffen. In unserem Freundschaftsbuch hast du geschrieben, dass irgendwann mal möchtest du gerne Winzerin in Toskana werden. Dann wird es ein schwierig werden mit dem See in ins Meer vielleicht irgendwann mal in der Toskana. Also dann ist das irgendwo noch ein Lebensziel? Ich habe in gewissen Jahren habe ich einfach sehr eine Affinität für Wein bekommen. Und das sehr gerne. Und, zum Pilzen auch. Ich bin ein Naturmensch. Das habe ich von meinem Grossvater geerbt. Er war Gärtner. Und eben, das Pilzen, das Fischen, ich bin gerne in der Natur draußen. Und eben die Reben, also auch die Pflanzen, die Rebe, tut mich sehr faszinieren. Und ich tue auch viel über das lesen. Und eben, man sagt, was sind so Träume? Oder? Man hat immer viele Träume. Und gewisse Träume gehen in Erfüllung, gewisse nicht. Ich habe auch schon gesagt, ich will einen Buben, der Olympia-Goldmedaille gewinnen. Und sehr viele Leute haben gesagt, ja, lass das Buben ein bisschen träumen. Aber offensichtlich, eben, wenn es wirklich genügend wert ist, ist es aufgegangen. Und mir blau-weiß wie du kann man gar nicht verkörpern, wenn es schön ist. Ja, Farbe dreischwert. Also dann wir wirklich nur das Beste am Schluss noch gerne. Entweder oder. Weil ich bewundere dich, ich gebe dir zwei Begriffe und du sagst mir den und was du über den denkst. Und du hast die zwei Namen schon ins Mund genommen. Roger Federer oder Stanislav Wawrinka? Ja gut, momentan ist das Ding der erfolgreicher. Er ist der mehr leidet. Also der Federer ist momentan auch verletzt und leidet sicher auch, aber er hat einen längeren Weg gehabt. Er war vielleicht nicht so talentiert wie der Roger, weitaus nicht so talentiert. Aber er hat seinen Weg gefunden, sich durchzusetzen. Er ist ein spezieller, aber er ist ein Kämpfer. Und eben mit dem Willen, mit dem Kämpfen kann man sehr viel erreichen. Und darum würde ich in momentaner Verfassung sagen, wir nehmen das Ding. Musikalisch Eminem oder Adele? Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Erfassung man ist. Aber eben, vor einem Rennen sicher Eminem und wenn man dort dienen nach einem Rennen, Adele. Und am Schluss liegt fast auf der Hand, Sarne oder Luzern? Oh, das ist ein easy Deal, ganz klar Luzern. Schon, in Sarne wird auch trainiert, das ist Homebase vom Rundsport. Es ist schön, aber eben, es ist ein Hassliebe. Ja. Alles klar. Wer in der Luzerner Altstadt wohnt, hat so oder so schon mal das Privileg. Gibt dir gerne noch ein Schutzengel mit auf deinem Weg. Und da haben wir noch unser Gästebuch, das ist nicht das Freundschaftsbuch, das ist das Gästebuch. Ah. Und da wäre ich froh für eine Signatur. Merci. Mario, alles Merci. Gute. Heute und heute. Auf dem Lebensweg. Und eine herzliche Gratulation Merci. Dir und natürlich auch deinen drei Kollegen, Simon Schörch, Simon Niertmann und Lukas Tramer, die zusammen als Swiss von in Rio, also im Lichtgewicht, 4er Gold geholt haben für die Schweiz. Ich bin noch bleibt der Andi Wolf. Danke vielmals fürs Interesse. Uns kann man liken auf YouTube. Uns kann man natürlich auch auf Facebook weiterhin folgen. Es würde mich freuen, wenn Sie sich wieder reinklicken. Auf jeden Fall eine gute Zeit, ein schönes Leben. Adi Wolf.